bin als Oberleutnant der ABC-Abwehrtruppe hier in Korneuburg beim Kommando ABC-Abwehrkompaniekommandant. ABC-Abwehr bedeutet die Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren zum Schutz der Bevölkerung und natürlich der eigenen Truppe. Die Aufgaben des Kompaniekommandanten sind sehr vielfältig. Also zu den Aufgaben im Frieden zählt natürlich auch einiges Administratives. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, man ist der Chef einer Firma mit immer permanent zwischen 60 und 140 Mitarbeitern. Dekontamination bedeutet Entstrahlen im A-Fall oder Entseuchen im B-Fall oder Entgiften im C-Fall. Die Dekontamination wird mit dem System Mammut durchgeführt. Ich bin ABC-Aufklärungstrupp-Kommandant beim Kommando ABC-Abwehr in der 1. Kompanie. Meine Aufgabe ist es, den ABC-Aufklärungstrupp zu führen, unter anderem bei der Probenahme. Unter ABC-Probenahme versteht man, wenn man irgendwo gefährliche Stoffe hat, dass man die dann verpackt in Behältnisse und in ein Labor bringt zum Auswerten. Ich bin Wachmeister beim Retter- und Bergezug, dort eingeteilt als Kommandant eines Brandschutztruppes und zuständig für mein Fahrzeug und die dazugehörige Mannschaft. Wir müssen zuerst den Brand löschen, damit mit dem Retten von verletzten Personen begonnen werden kann. Das Besondere an uns ist, dass wir die Brandbekämpfung nicht nur in einem normalen Gebiet, sondern auch in einem verstrahlt, verseucht oder vergifteten Gebiet durchführen können. Zur Brandbekämpfung in einem verstrahlt, verseuchten oder vergifteten Gebiet benutzen wir unseren kampfstoffresistenten Hitzeschutzanzug.